Willkommen zurück zu einer neuen Folge von dieser Drakensang. Stimmt, Ado haben wir mit der Gruppe, das heißt, wir können hier schon mitnehmen. Redet mit euch nochmal kurz. Ja, bitte. Gut, wie schätzt du die Situation ein? Es könnte äußerst brenzlig werden mit den Piraten. Behalte im Auge, dass der Zweck nie die Mittel heiligt. Aber nun müssen wir einfach alles tun, um Mora zu finden. Kann ich dir sonst noch helfen? Begleite mich doch, Kuano. Wie kann ich dir helfen? Was ist denn deine Meinung zur Lage? Wir sollten Ardos Queste mit aller Kraft unterstützen. Die Auswirkungen, wenn wir versagen, können wir kaum absehen. Aber ich fürchte, es könnte viele Leben kosten. Wie kann ich dir sonst helfen? Komm bitte mit mir. So, ich glaube, ich können wir es nicht mehr mitnehmen, oder? Ja. Ja, du kriegst das hin, würde ich sagen. Schließlich hast du auch dafür gesorgt, dass Ardo wieder wohlauf ist. War sonst noch was? Nö, das war alles. Ja, schade. Je mehr, desto besser. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu den Elfhöhen. Ei! Du kannst auch, glaube ich, Bogen bauen, oder? Ich grüße dich. Bleib doch eine Weile und lausche. So. Okay, das können wir einfach ins Rezeptbuch übertragen. Sehr gut. Das ist, glaube ich, das, was wir hier auch haben, oder? Ja. Können wir es ja dann verkaufen oder so. Was? Aber sicher. So, und wo können wir die jetzt herstellen? Wahrscheinlich oben am Amboss. Und hier ist eine Werkbank. Papienfedern, Steineiche, Holzleim. Das sieht doch mal, also sieht ganz gut aus, soweit. Wir haben Talentwert von 1. Ich glaube, das können wir eh knicken. Ja, ich glaube. Da müssen wir noch eine Weile warten. Wie viele Punkte hast du denn? Kann ich das hier irgendwie steigern? Ja, könnte ich sogar. Gut, auf 12 kriegen wir die hier auch hoch. Selbst Börschung wäre bei dir, glaube ich, echt noch gut. Ja, dann bräuchten wir halt Tapienfedern, Steineiche, Holzleim, Pfeilspitzen, Lederbänder. Vielleicht können wir ja ein paar Sachen kaufen. Haben wir? Ne, wir haben noch keine Harpien zerlegt, glaube ich. Was? Wir haben zumindest Lederbänder. Mhm. Ja. Aber ja, sonst halt nix. Okay. Dann gucken wir mal. Sind sie da? Gib die mal gerade ab.
Ich grüße dich. Schön, dann könnt ihr euer Zeug auch noch verkaufen, aber ich glaube, ihr habt ja, ja nichts. Obwohl, du jetzt könntest doch Zeug da haben. Da können wir noch eigene Einbären-Dinger machen. Komm, der Sandstein kann weg. Die Bronzemünzen können weg. Schafklinge eigentlich auch. Den behalten wir mal noch. Vorerst. Du hast leider keine passenden Dinger für uns. Ihr habt alle so viel Einbären. Zahntaschentuch, Ulmenholz. Dafür haben wir jetzt Geld. Okay, dann machen wir das halt irgendwann später mal, wenn wir das nötige Zeug beisammen haben. Dann, ja, würde ich doch mal sagen, Zeit zu fahren. Dass ihr hier noch nach Herrn Ardos Heilung verweilen mögt, zeugt von Mut. Mir sind diese Elfen und ihre verwünschenden Wälder nicht ganz geheuer. Ach, entschuldigt, ich rede zu viel. Was kann ich für euch tun? Okay, macht die Talaria bereit zur Abfahrt. Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. Da ist der Hammerberg, Zollfeste, da sind wir ja gerade. Wir könnten nochmal kurz nach Nadoret. Und... das Rezept abzugeben, das wäre, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Oh, Entschuldigung, habt ihr wohl einen Heller für den alten Griese? Natürlich. Hier eine weitere Nachricht von Kerlin für euch. So edle Gewänder und doch so geizig. Nur einen Heller wollte ich doch. Und ich störe euch auch nicht weiter. Kapitän, ich möchte niemanden beunruhigen. Aber was haltet ihr von dieser Wolke dort hinten? Werter Herr, meine Nase sagt mir, da ist etwas faul im Städtchen nachher. Ich glaube, das schauen wir uns dann mal an. Na dann. Was gibt es denn? Komm mal mit. Ja, nehmen wir mal die gleiche wie vorher. Ja, bitte. Feris. Wie kann ich dir helfen? Hab ich da hier irgendwas Besonderes drin? Ach ja, die. Genau. Da gibt es mittlerweile hier bessere Sachen. Ach ja, genau. Wir können mal in den Brief reinschauen. Wer damit Streiter. Ich werde euch über den Mittelsmann, der euch diese Nachricht übergab, weiter kontaktieren, wenn es nötig sein sollte. Ich glaube, das hatten wir schon. Oder? Naja. Wer damit Streiter. Hab Dank, dass ihr Lucia zu mir geschickt habt, nachdem sie mir von dem Vorfall auf Thurstein berichtete, habe ich dafür gesorgt, dass der Graf persönlich davon erfährt. Er hat einen neuen Kommandanten aus guter Ferroger Familie eingesetzt, der ein ziemlich harter Knochen ist. Angwart von Hansingen. Ich werde mich wegen der Recherche nach Kar länger in Ferrog aufhalten müssen, als zunächst angenommen. Es ist, als hätte jemand seine Spuren verwischt oder als hätte er nie welche hinterlassen.
Dass selbst die KGIA nichts Genaueres über einen ehemaligen Mitarbeiter weiß, scheint mir doch ungewöhnlich. Möglich, dass ich in der Feste Korschgau mehr erfahren kann. Ich hoffe, ihr könnt in der Zwischenzeit herausfinden, was der Mann mit den Piraten und den Schmugglern zu schaffen hat. Fex schütze euch. Danke. Bumm. Was hast du mir zu sagen? Was zu erwarten? Quod erons demonstrandum. Warte, was ist da hinten los? Na? Wie sieht's denn aus? Na, wollt ihr meine neue Ware sehen? Ein Blick auf mein Angebot lohnt sich immer. Ja, zeig doch mal her. Ganz frisch aus dem großen Fluss, Rondra. Stinkender Fisch, hey. Aber bronzene Beinschienen hättest du noch. Vielleicht besser als das, was wir so haben. Der Beilunge Reiter noch irgendwas Neues? Arvis zum Gruß. Ah, schön euch wiederzusehen. Habt ihr Fragen? Nee, tatsächlich gerade mal nicht. So, achso, ja gut, ich wollte ja eh zum Dings zum Magier hinten rüber. Ich mach mir solche Sorgen, Egold. Dieser schreckliche Strudel am Himmel. Das bedeutet nichts Gutes. Keine Angst, Alrike. Das ist bloß wieder eine harmlose Spinnerei vom alten Bruckbart. Es wird schon nichts passieren. Und wenn schon, ich habe trotzdem Angst. Das brauchst du nicht. Ich habe gehört, die Büttel sind schon beim Turm und klären die Angelegenheit mit dem zauseligen Magikus. Komm, lass uns Tante Utrud besuchen. Das bringt dich sicher auf andere Gedanken. Vielleicht hast du recht, Egor. Lass uns gleich aufbrechen. Je früher ich dieses Ding nicht mehr sehen muss, umso besser. Bürger von Nadoret, die Stadtwache braucht eure Unterstützung. Das ist die Gelegenheit für euch tapfere Männer und Frauen, sich um das Wohl der Stadt verdient zu machen. Meldet euch bei Hauptmann Nirulf in der Kaserne. Ah, mach's dich ja langsam. Hey, du bist es. Was für ein Zufall. Hallo Bargol, wie ist dir denn ergangen? Och, ganz gut. Der Hauptmann hat mir diesen besonderen Auftrag hier gegeben. Wir suchen Verstärkung, weil, naja, hier sind komische Sachen passiert in den letzten Nächten. Kannst du mir nichts Genaueres sagen? Nee, ich hab keine Ahnung. Hatte doch Kaserndienst, weißt du doch. Der Hauptmann wird dir aber alles sagen können. Na gut, ich werde ihn mal besuchen. Hört, Bürger von Nadoret. Die Stadtwache braucht eure Unterstützung. Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, du hast ja nichts Neues mehr. Bei Olbis Gemischtladen. Was darf es sein? Schauen wir mal. Ja. Tabakdose, Flachmann, Spielkarten, Würfel. Ein Übungsschwert aus Holz. Naja, ich glaube, dann sollten wir doch eher mal beim Dings nachgucken, soweit. So, dann lass uns doch erstmal zum Magierturm. Ruhe, Leute, Ruhe. Zur Stunde gibt es nichts weiter zu sagen, außer dass keine Gefahr besteht. Was soll das heißen, keine Gefahr? Erst hieß es, ihr sollt uns vor Gefahr beschützen. Wir haben ein Recht zu erfahren, was los ist. Der Zugang zum Magierturm ist gesperrt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber
Etwas muss doch geschehen. Genau. Wer weiß, was uns noch alles ins Haus steht. Deswegen ist der Turm ja abgeriegelt, damit sich niemand unnötig in Gefahr begibt. Ach ja? Meint ihr, das Ding über dem Turm verschwindet von allein? Und wer sagt, dass es nicht noch größer wird, hä? Ruhe, Leute, Ruhe! Zur Stunde gibt es nichts weiter zu sagen, außer dass keine Gefahr besteht. Was soll das? Verzeiht, aber ich muss hier aufpassen. Verzeiht, aber ich muss hier aufpassen. Haltet ein, ihr könnt hier nicht weiter. So, aber ich muss zum Magister Buckbart. Nein, das ist zu gefährlich. Habt ihr denn diesen sonderbaren Strudel über dem Turm nicht bemerkt? Wachtmeister Nierolf hat befohlen, den Zugang zum Magierturm erst einmal abzusperren, bis wir wissen, was eigentlich vorgefallen ist. Ach, Nierolf hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mal einen Blick riskiere. Wer weiß, ob das schon alles war. Genau. Am Ende wird das Ding immer größer und verschluckt das ganze Dorf. Ja, ist eine gute Idee. Lasst ihn noch nachschauen. Ihr seid ja von Sinn. Ich schicke niemanden dort hinein, wenn ich die Gefahren nicht kenne. Ach ja? Wenn jemand freien Willens dort rein will, um zu helfen, darf er nicht? Soll uns erst der Himmel auf den Kopf fallen, bis gehandelt wird? Ach, was soll's. Ihr könnt durch. Vielleicht ist Fex uns ja gewogen und es entpuppt sich als harmlose Angelegenheit. Ja, das werden wir schon bald herausgefunden haben. Mit den besten Empfehlungen an den Wachtmeister. Und überhaupt, wozu brauchen wir eigentlich euch Büttel, wenn schon dahergelaufene mutiger sind als ihr? Naja, das könnte man sich natürlich auch noch fragen. Etwas mehr Respekt. Ich habe die letzte Station meiner Lehre bei der Stadtwache in Nadoret hier verbracht. Schon gut. Lasst sie nur lästern. Sie sind eben nur Bauern. Ich hoffe, ihr kehrt erfolgreich und heil zurück. Das missglückte Experiment. Ja, ich glaube, dann machen wir es erstmal eine Runde Nebenquests hier. So, können wir da mal klopfen? Speichern ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ja? Weißt du was? Buff dich mal sicherheitshalber. Attributo habilis. Attributo habilis. So. Hallo, mein lieber Magierturm. Tür nach unten. Vielleicht fangen wir unten mal an. Bevor wir vielleicht Dings holen sollen. Bessere Waffen und Ausrüstung. Mehr Lederbänder. Aber so wirklich erfolgreich scheint mir das hier alles nicht zu sein. Hm.
dicken Nägeln. Oh, mein Blattgold. Ah. Oh, habe ich mich erschrocken. Was ist denn hier passiert? So redet doch. Ich habe ihn so gefunden. Er muss mit einem mächtigen Satz aus dem Raum gesprungen sein. Was sollen wir nur machen? Er ist doch... Aber hätte er nur zugelassen. Ach, so beruhigt euch doch. Woran hat denn euer Meister gearbeitet? Bitte erzählt. Meister Bruckbart arbeitete in seinem Labor. An seiner Beschwörungsformel. Beschwörungsformel ist ja vage. Habt ihr vielleicht wenigstens eine Ahnung, was passiert ist? Ich sammelte draußen Kräuter, als ein greller Lichtblitz begleitet durch einen gewaltigen Donner auf den Turm herabfuhr. Der ganze Boden erzitterte und ich wurde zu niedergeworfen. Und dann sah ich es erst. Ein Riss im Sphärengefüge, direkt über dem Turm. Als ich mich wieder gesammelt hatte, eilte ich stehenden Fußes zum Labor und... Ja, fand dies hier vor. Nun, irgendwie müssen wir euer Meister helfen. Wir sollten genügend Zeit haben. Die Büttel haben den Zugang zum Turm versperrt. Und so dürfte kein verängstigter Dörfler sich hierher verirren. Ich weiß nicht. Der Meister, ohne ihn... Ich... Wir sind euch... Es muss einen Weg geben, dies hier ungeschehen zu machen. Ich... Ja, wir könnten versuchen, die Tür zum Labor zu öffnen. Dort muss der Ursprung des Sphärenrisses sein. Sie lässt sich mit dem Objekt, das der Meister in den Händen hält, öffnen. Nein, das... Ups, ich sorry. Kann nicht mit euch gehen. Mein Meister braucht mich hier. Ich muss versuchen, ihn zu befreien. Wollte ich ihn machen? Das ehrt euch. Dann bleibt bei eurem Meister. Sicher werde ich auch mit dem, was immer dort lauern mag, alleine fertig. Ja. Haben wir das Ding jetzt gekriegt? Geht nur ins Labor. Ich werde mich um den Meister kümmern. Doch seid vorsichtig. Er hatte einen Zauber auf der Tür, welcher sie bei drohender Gefahr versiegelt. Seid also auf alles vorbereitet. Wie soll ich vorbereitet sein, wenn mich der Meister nicht mehr in den magischen Künsten unterweisen kann? Was, wenn ich einen neuen Zauber lernen muss, um dem Problemlabor zu begegnen? Seid unbesorgt. Der Meister hat zu diesem Zweck stets ein Lehrbuch über Magiekunde in seinem Arbeitszimmer. Darauf verweist er ohnehin all seine Schüler, wenn er keine Zeit hat. Was eigentlich ständig der Fall ist. Hab Dank, damit dürfte mir schon geholfen sein. Okay, dann gehen wir doch mal nach oben. Also dieses... Ich hoffe, wir haben das jetzt gekriegt. Ah, ne. Holen wir doch noch mit. Dann stellen wir uns doch mal die Dinge, die da auf uns warten mögen. Na gut, dass wir zuerst runtergegangen sind. Abstellkammer ist halt auch verschlossen. Besen sei es gewesen. Jasmus wird ganz oben sein. Morph-Katze. Sonst ist da scheinbar nichts Interessantes. Und hier ist wahrscheinlich das Buch, ne? Ja. Sollten wir vielleicht von den Magier... Magiebegabten... Was? Mal schauen.
Am besten gehen wir alle mit, ne? So. Das ist, glaube ich, etwas sinnvoller. Wir werden euch ja, glaube ich, eh dann zusammen da oben brauchen. Ei? So, meine Liebe. Gut. Na gut, wir haben auch, glaube ich, schon. Wir haben dich, glaube ich, relativ. Ja, relativ aufgebraucht. Ja. Guano hast du noch, wo ich mit dem, glaube ich, noch nie großartig gezaubert habe. Der hat ja nur die Dingens hier. Ja, ich glaube, das wird so nix. Ist halt auch die Frage, wo ist denn. Ist denn die Kammer? Vielleicht muss ich wirklich in die Abstellkammer unten hin. Ja, hier ist ja nichts mit interagieren. Ja. Guano, vielleicht kannst du ja helfen. Ich mach das. Nö, kannst du nicht. Ja. Oder das ist tatsächlich auch ganz unten. Ihr wisst, was ihr tut. Derlei Forschungen hätte man am besten nie begonnen. Na, was soll's. Wappnen wir uns für das, was hinter der Tür liegt. Ei. Genau, dann hau du noch mal Buffs raus. Attributo Habilis. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir da mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.